Moin Leute, heute mal ein anderes Format. Ich bin gerade noch zu Hause und heute nehme ich euch mal mit nach Hamburg. Ich bin nämlich unterwegs auf der Social Media Week, beziehungsweise halte ich da heute einen Vortrag. Und die Paula, also meine Mitarbeiterin, / Auszubildende, hat gesagt: Simon, du musst mal ein paar Vlogs machen. Das wollen die Leute sehen und ja, dieses Experiment machen wir heute und mich würde interessieren, wie euch dieses Format gefällt. Ich werde heute mal versuchen, den ganzen Tag zu filmen und euch mal vlogmäßig mitzunehmen. Ich habe das selber noch nie gemacht und ja, schauen wir mal, was draus wird. Danke auch. Ciao. So, bin am Kölner Hauptbahnhof angekommen und was ist? Zug ist natürlich direkt ausgefallen, habe ich auf dem Weg hierher gesehen. Ich wollte kurz mein Gleis checken. Ja, als Ersatz gibt es statt ICE ein IC. Freue ich mich drauf und Sitzplatzreservierung ist natürlich auch am Arsch. Aber da lasse ich mir doch nicht die Laune verderben an so einem schönen regnerischen Tag hier, Kölner Dom. Muss einmal in jedem Köln-Video sein. Na, dann schauen wir mal. So, schauen wir mal, ob wir den Sitzplatz noch retten können und die Deutsche Bahn mir hilft. Du befindest dich an einem ruhigen, angenehm warmen Ort und liegst bequem auf dem Rücken. So, Freunde, ich bin endlich angekommen in Hamburg. Jetzt muss ich mir mal unbedingt einen Snack holen, weil IC hat ja kein Bordbistro, du weißt. Ich habe nur einen Snickers gegessen und jetzt hole ich mir noch mal einen kleinen Snack. So, Freunde, ich bin jetzt angekommen, muss jetzt rein für die Speaker-Akkreditierung. Dann schauen wir mal. So, Freunde, die Location ist mega krass. Das ist hier so ein Museum. Schau mal, das ist jetzt der Speaker Backstage-Raum. Ich sitze hier in irgendeinem Schiffsmuseum. Völlig abgefahren. Ich darf auch nicht so laut reden, weil hier draußen, gleich draußen an der Tür, da finden die Vorträge statt und da spreche auch gleich ich. Ich filme gleich mal für euch, auf welcher Bühne ich gleich spreche. Sieht hier auf jeden Fall ziemlich, ziemlich abgefahren aus. So Leute, seht ihr mal, wie professionell das hier ist. Ich krieg das Mikrofon angelegt, muss ich gar nicht selber machen. Ja, stimmt. Normalerweise habe ich nicht mehr ein Mikrofon. 5 Facebook- und Instagram-Hacks für deine E-Commerce-PPC-Kampagnen. Simon Mara, da kommt er schon auf die Bühne, Co-Founder der Kölner Agentur Adbaker. Was hat The Wolf of Wall Street mit Facebook und Instagram-Performance-Marketing zu tun? Prinzipiell gar nichts, aber ich mag den Film. Spaß beiseite, einer da hinten hat sich auch wieder gemeldet, ein Streber. Aber gut, der ist immer dabei. Ich mache heute das erste Mal einen Vlog und ich würde jetzt gerne ein Video machen und ihr müsst jetzt alle so richtig krass klatschen, als fändet ihr es mega geil, was ich heute gesagt hätte, damit ich das dann später so reinschneiden kann und so tun kann, als wäre es mega cool gewesen heute. Kriegen wir es hin? Aber richtig ausrasten, okay? 3, 2, 1, los! Das okay, glauben reicht. Sie Dankeschön. Alle. Tschüss. Ich danke euch. Das war gut. Das war gut. So, Freunde, ich habe es geschafft. Bin wieder zurück. Hinter mir der Dom. Und jetzt geht's nach Hause. War echt ein langer Trip nach Hamburg.